Dann haben wir jetzt NS gegen OT. Das ist Losers Quarter. Losers Quarters. Digga, wie schnell ging das? What the fuck? Digga, meine Hörner ist halt sexy. Ach, Jin, Mann. Wer kann die Commands nicht? Sie. Ja, ich dachte gerade für einen Moment, NS, als er geschwungen ist, der möchte diesen Furz zumachen. Auf OT, den er sonst immer macht. Ja, das ist jetzt übrigens Rematch von vorhin, ne? Von Pools, glaube ich. Da hatte NS gewonnen, ne? Warte mal, hat der NS gewonnen? Ja, ne? 2-1, oder? MC Ente. Ich schwöre mir, das wäre der Sponsor. Ich wäre perfekt. Ich würde nicht sponsern, ich würde über Lupo. Ich würde mir so im Jahr geben. Schau mal, RB, Jungs. Wenn du da oder da. Pech gehabt, oder? Das sind die Top-Spieler, die Rega. Ja, die Listen, ne? Schau mal, die Listen. Bro, Bro, Bro. Chill doch mal. Lass mal auf. Chill doch mal. Ja, okay. Das ist der Controller, ne? Das ist meiner. Ey, wir müssen die beschriften, so nicht scheiße. Ja, ich hab den beschriften. Wo ist der Stift? Warte, scheiß auf das Game, wenn ich. Ja, ich mach mir noch. Das ist deine? Ja, das ist meine. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ich okay, dann chill kurz so draußen. Okay, danke. Ich hab sogar hinten einen Pro-Controller zu Hause. Ich hab das Okay, wir chillen draußen. Warte, ich nehme mein Handy noch mit. Ich hab XCR draußen. Ich finde Vural OTNS fast gleich gut. Echt? Ich finde, ja, wobei Vura ist eigentlich auch echt ganz gut. Ich weiß nicht, man, ich finde eigentlich NS und OT irgendwie am stärksten. Aber es kann man, glaube ich, schlecht sagen. Ich glaube, Vura hatte richtig lange Pause, als ich das letzte Mal mit dem gespielt habe. Ja, der hat gegen Purple Age jetzt gestern oder vorgestern gespielt, ne? Und gewonnen. Boah, also von allen Links hat mich Otakuni auf jeden Fall bisher am krassesten zerstört. Aber vielleicht ist der auch einfach mega Kraft im Refit Matchup, ich habe keine Ahnung. Okay, ey, er fängt ihn ab, Bomb Recovery. NS kommt trotzdem nochmal zurück. Und forward air! Und er killt ihn. Das ist krass. Irgendwie geht NS richtig heftig ab, gerade im Ditto. Ja, Takeo hat meine Einladung nicht angenommen, okay? Der war eingeladen, aber er hatte keine Lust zu kommen. Anders ausgedrückt, Angst. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich, wenn ich Otis Viewer Battles gesehen habe, lass auch. Essen? Ja, ja, offen ist. Aber willst du was essen? Nee, alles gut. Später. Sollen wir nicht kriegen? Okay.
Weil man sonst denke ich mir halt, Wochenende, uff, bin noch hinten und so. Wieso Wette löschen, Justin? Also ja, okay, stimmt, ich sehe es. Du musst ankündigen im Chat. Oh shit. Oti hat Estid. Ach echt, wir haben angekündigt und trotzdem keiner gewotet? Das ist sad. Alle zu sehr Angst, Punkte zu verlieren. Okay, hat ihn offstage, Bombe. Ja, und scoopt ihn damit ab. Und damit hat Oti nach dem SC krankes Comeback gemacht. Okay, NS, F-Smash. Hat Oti bei 96%. Ja, komische Abi, man. Er dachte wahrscheinlich, der rollt rein. Okay, Side B fair. Richtig gutes DI von Oti. Der schießt sich einfach auf die andere Seite der Stage. Aber naja, killt. Ja, Oti jetzt gerade richtig bei NS im Brain drin. F-Tilt. Ach krass, guck mal, er futzelt die Bomb Recovery. Aber NS kommt trotzdem hoch. Gutes CI. Es sah schon aus, als ob der da sterben müsste. Okay, up J auf Shield. NS kann das nochmal überleben. Die ganze Situation hier. Alter. Ja, zu risky von NS. Er ist dafür die Fair auf Stage gegangen. Und Oti kam dran vorbei und dann, ja, mit Abi einfach den Kill geholt. Was überlegen die da gerade, Mann? Die überlegen, welchen Charakter die picken, Kappa. Ne, ich glaube, das wird die ganze Zeit ein Ditto bleiben. Warte mal, Takeo, du hast 17 Uhr, ist dein Pool erst von Dokumi. Ist ja voll später, ne? Ich habe glaube ich 15 Uhr. Aber feier ich. So, diese Early Pools wäre ich gar nicht drauf klargekommen. Bro, ich komm 5 Minuten vorher da an, Mann. Über VIP Eingang. Aber Kirim hat ja schon gesagt, gibt's dieses Jahr nicht. Jo, starker Edge Guard hier gerade von Oti. Okay, Abi, so viel Range. Oti nicht mit gerechnet, wird weggesniped. Erster Stock weg. Ich finde ein bisschen weird, dass es kein
dass es keine Auskunft gab, dass es keinen VIP-Eingang gibt, oder? Also ich dachte eigentlich, es gibt einen. Oh, richtig gute Nähe von NS, aber wird trotzdem gecatcht. So, 76% auf Oti, 15% auf NS. Ich finde das immer interessant, wenn man Ditto sieht, dann wissen ja beide Spieler eigentlich alles über den Charakter. Also auch vom Gegner. Und ich finde, da sieht man meistens so am besten den Counterplay, ne? Ich finde aber krass, wie gut sich NS schlägt. Also ich hatte mal Sillentor gegen Oti gesehen, bei so einem Online-Bracket, und da hat Oti den richtig zerstört, fand ich. Also richtig viel mit so Footstool-Sachen gemacht und so. Ich glaube, das war's, ne? Ja, das war's. Das war die Bombe, die man am Ende gesehen hat, von NS, ne? Die Oti da runtergeschmissen hat, oder? Ich glaube schon. Junge, Abtilt. Er macht nicht viel raus. Das ist so knapp, man. 20% Unterschied. Und guck mal auf die Uhr. 3 Minuten. Also die Games gehen übel lange. Es ist die ganze Zeit Kopf an Kopf rennen. Keiner wirklich krass Lead. Oh! Okay, ich glaube, den Futsal wollt ihr nicht. Hat auch nicht wirklich viel draus gemacht. Ah! Alter. Okay, Backthrow. NS offstage. Oh, Oti wollte Down Smash, wird nicht viel gepunished. Das killt noch nicht, ne? Nee. Aber dieser Pfeil killt, holy shit. Okay, das war knapp, Mann. Lass mal gucken. Ich habe jetzt Bock, dahin zu gucken. Ey, wird das Game 5 oder holt jetzt OT 3-1? Was meint ihr? Wie lief mein Run? Hä? Heute oder was? Ich hab doch gar nicht gespielt. Was meint ihr? Alter! Junge! Das waren 30 Sekunden. Nicht mal für erstens zurück. Das wird jetzt schwer für Oti, das zurückzuholen. Wenn man so die letzten 3 Games sieht. Oh shit, Abi killt aber noch nicht.
Ja, jetzt, Alter. Normalerweise macht NS aber erstmal noch immer noch 100.000%, bevor der irgendwann mal stirbt. So, guck erst mal an. Der lebt einfach bis 180%. Was ist das? Das ist für Atmung oder so. Ich meine, was? Oti, gewinnt. Oti gewinnt, ich setz 1 Cent auf Oti. Wir kommen hier hin, wir nerven ihn wieder. Jungs. Hat sich auf die Sache gefolgt. Ey, ihr könnt mal bei den anderen Jungs gucken, was da so abgeht. Okay? Hey, Tür zu bitte. Danke. Ja, so langsam kann ich die erziehen, die Kinder, Kappa. Die sind so annoying, ne? So langsam geht's ja, ne? Aber ganz am Anfang, Junge, die haben mich die ganze Zeit irgendwas gefragt, richtig laut geredet, fast geschrien, Alter. Ich glaube, die wollten mich ärgern aus irgendwelchen Gründen. Und dabei habe ich denen nichts getan, Mann. Ich habe die alle so abgeholt und so. Vom Bahnhof. Wie ein Vater. Ja, was geht, Kirei? Einfach nettester Gastgeber der Welt, Mann. Welcher Gastgeber holt schon vom Hauptbahnhof ab, Mann? Niemand. Ich glaube, es wird Game 5 geben, Leute. Ich glaube, es wird Game 5 geben. Oh, was? Hä? Das war crazy. Okay, warte mal. Kuna wird sogar Blumen bringen. Ja, dann. Fände ich jetzt ein bisschen weird, aber jedem das seine. Zweimal. Die machen jetzt echt 5 Games auf PS2, ne? Digga, Oti musste tief gehen. NS da oben alles gecovert. Wer soll Discord checken? Ah, guck mal, F-Tilt. Ja, Down-Tilt. Abwehr, als ob er Ike wäre. Killt aber nicht. Und Appi killt auch nicht. Hey, was war das? Warum war das so schwach, Mann? Die Appi ist doch eigentlich ultra strong. Oh, das kann's für NS gewesen sein, glaube ich. Tag nochmal. Hä? Warte mal, der hat getaggt. Dann Appi. Warum war der Hat Oti genährt oder was? Egal. Er killt ihn mit Forward, ja. Junge, gerade krasse Kombos von Oti. Bro, checken die eigentlich die ganze Zeit, was da so alles abgeht, Mann? Zu viele Projektile. Dann noch 2 Bomben.
Wer checkt das alles? Ab Tilt. Big NS hat das zurückgeholt, hat ihn offstage. Und das war nicht der Stock. Er kommt nochmal zurück. Und er kommt, glaube ich, auch nochmal zurück. Junge, kranke Down, ja. Das konnte er nicht nochmal ticken. Junge, so viel Druck da gerade gemacht von NS. Der jetzt 162% und wird mit Up-Tilt gekillt. Ist quasi wieder even. Bro, ich weiß nicht, ob es ein längeres Set gab bisher als dieses. Einfach 100 zu 20. So, jetzt Oti muss antworten. Ah, kriegt den Edge gerade nicht. Er ist quasi for free wieder onstage gekommen. Abi. Jo, 90%. Jetzt NS in der Corner. Aber kommt dran vorbei. Hey, und er springt irgendwie. Was war das? Was war das für ein komischer Hitbox-Shift? Der hat doch überlebt.